Hallo alle zusammen und willkommen zu einem weiteren Part von den königlichen Jagdgründen in Tales of Xillia 1. Ja, wir sind immer noch in den königlichen Jagdgründen, um Elise und Elwin zu finden. Wir sind jetzt mittlerweile schon Stufe 30, ich bin echt stolz. Ich glaube, das ist sogar offscreen passiert. Wir haben auch schon bald 100.000 Gal zusammen und ich werde gerade von einem Vogel verfolgt. Und, ja, ich habe mich jetzt in den nördlichen Bereich begeben. Weil wir haben hier auch noch eine Quest offen. Die sehen wir da oben. Das sind diese Typis, die die Gegner irgendwie befallen. Die möchte ich jetzt mitnehmen. So, da, puh. Gut, dass das jetzt nicht gewirkt hat. So. Entsprechend. Weil die Typis bringen uns, glaube ich, sehr viele Erfahrungspunkte. Dementsprechend. Yo, Bitch. Die sehen aber auch so aus, als wären sie auch gar nicht von diesem Gebiet. Hoppala. Sie haben sogar eine Feuerschwäche, naja. Ich habe mich jetzt mit Rowan verbunden, damit ich diese Sache Aua frei schalte. Elwin, Rowan, hallo? Rowan, ignorierst du mich? Ja. Finde ich sehr nett, aber... Ja, wir sind zwei Levels über denen, also das sollte kein Problem sein. So, perfekt. Haben wir die auch aus dem Weg geräumt? Ja, relativ zügig. So, gut. Ereignisliste aktualisiert, dann hole ich mir die Kiste nicht, weil hier ein paar Gegner auftauchen. Gut. Ui. Oh, der Vogel hat... Oh. Und dann noch mit Mila einmal ein bisschen daneben schießen. Ja, funktioniert gut. So, perfekt. Wir müssen uns noch ein bisschen mit Rowan anfreunden. Weil Rowan mögen wir anscheinend nicht so richtig. Ich meine, Rowan ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter, aber ich habe ihn akzeptiert. Ich meine, es gibt überall Charaktere in jedem Spiel, die man einfach nicht mag. Manchmal mag man mehr, manchmal mag man weniger, aber naja. Was soll's? So gut. Wir haben wieder ein paar Federn. Ich werde jedenfalls hier auf der Seite runterspringen. Ups. Huch. In der Hoffnung, dass ich in keinen Gegner reinlaufe. So. Dann werde ich mir aber auch ein bisschen noch Natronreis oder sowas in die. So die pikante. Ja, den würde ich mir gerne für den Bosskampf aufheben, aber ich weiß nicht, wann der Bosskampf ist. Ich nehme jetzt einfach mal das Mammo-Curry. Geben wir ein bisschen mehr Geld. I do love Mabo Curry, but it always ends up getting stuck on my mustache. The mustache or the Mabo Curry. I have to pick one. It's a decision I've struggled with for over a decade now. Ich muss zugeben, ich habe gerade aber als allererstes wirklich gelesen, mir brennt davon die Schnauze. So, folgt mir das Ding. Hallo? Hallo? Ich sollte euch verbünden. Huch. Okay. So, runter mit den raffinierten Brecher. Perfekt. Ach Gott. Und noch einmal den Ver. Gut, dann schießen wir einfach alle mit Wasser ab. Ist okay. Nehme ich auch. Nehme ich gerne. So, hörst du auf zu blocken? Au! So, und dann nochmal den raffinierten Brecher. Perfekt. Das läuft doch schon gut. Das deutet nichts. Das Handy habe ich wieder auf laut geschalten, das Firmenhandy. Das hat mich ganz kurz genervt in der letzten Folge, weil es ganz gepiept hat, weil ein E-Mail reingekommen ist. Ach Gott, lass das. So, und ein bisschen Wasser zum Abduschen. Perfekt. Warum rede ich gerade richtig so Blödsinn? Naja, egal. Jedenfalls, wir sollten uns schleunigst mal auf den Weg begeben, Elwin und Elise zu finden, weil... Einfach aus dem Grund, ja... Max findest du nicht. Ich hab nichts für dich. Du kriegst einen raffinierten Brecher mal ins Gesicht, ne? Und du kriegst meine Hand ins Gesicht. So, perfekt. So, gut. Suddenly we have more gold than we know what to do with. Yeah, I never knew beating up monsters would be so lucrative. Wieso haben wir schon 100.000? Wow, ach, bald. Bald kann ich mir echt mächtige Waffen kaufen. Und dann brauchen wir nie wieder was. Ich meine, eigentlich mache ich das überhaupt nicht gerne, dass ich mir wirklich starke Waffen kaufe.
Aber ja, es muss eigentlich relativ viel bringen sogar. Und einiges erleichtern. Aber naja, gucken wir mal einfach mal, wann. Ob ich das wirklich mache. Vielleicht ein bisschen später, aber jetzt im Moment ehrlich gesagt nicht. Hätte ich es ehrlich gesagt nicht vorgehabt. Vielleicht in Kapitel 3 oder 4 sowas, aber jetzt im Moment ehrlich gesagt eher weniger. So. Gut, hier haben wir nichts, die haben wir vermöbelt. So, riskante Flüssigkeit. Dann gehe ich mal in das Loch hier rein. Ich meine, wir sind eh kurz vor dem nächsten Eingang. Also, das ist wieder so ein Fahrscheraum, ne? Ja, ich liebe solche Fahrscheräume. Vielleicht ist ja tatsächlich später irgendwas drinnen, aber im Moment ist es eher so, ich verarsche dich, ne? So, wie komme ich da jetzt rauf? Sind hier irgendwo Dinger, wo ich raufklettern kann? Eher weniger, ne? Ich sehe zumindest keine. Ne, da komme ich nicht drauf. Komme ich da echt nicht drauf? Da muss ich doch irgendwie raufkommen. Warum komme ich da nicht rauf? Bin ich echt so blind? Ja, bin ich, definitiv. Ich habe diese Kletten nicht gesehen. Oder wie heißen die Kletten? Nein, die heißen nicht Kletten. So, hier muss auch irgendwo noch ein Eifelschatz sein. So, war echt keine Plan. So, dann kriechen wir mal in das Loch rein und hoffen, dass es kein Verarscheloch ist. Nein, ist eine Truhe drinnen. Mit blauem Bohnenkraut. Okay. Die Sachen könnte ich auch mal verteilen, aber irgendwie habe ich nicht das Bedürfnis dazu, das zu machen. Hier irgendwo ein Eifelschatz? Nee. Nee, ist keiner. Gut. Gut zu wissen. So. Ich nehme hier bewusst keine Gegner mehr mit. Einfach aus dem Grund, weil wir sowieso gleich ins nächste Gebiet kommen und die dort ein bisschen stärker sind, soweit ich weiß. Dementsprechend dachte ich mir, lasse ich das. Ah, da glitzert was. Was haben wir gerade bekommen? Warte. Was haben wir gerade gekriegt? 40 LF. Ah! Den brauchen wir für eine Quest. Cool, cool, cool. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Und ich habe davon 11 Stück schon. Ja, gut. Gut. Gucken wir mal, nachdem du schon Ellen wieder gefunden. Tatsächlich, die könnten wir dann tatsächlich dann abgeben. Schau mal, hier ist dann mal, da fehlt dieses 2 von 2 bei dieser Quest. So. Okay, die ganzen nächsten Quests, die wir haben, sind eigentlich hauptsächlich alle dort. Okay, kenne ich mich aus. Aber cool, dass wir das jetzt gekriegt haben. Mir ist das gar nicht aufgefallen, dass ich dieses Item habe. Oh, Geld. Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt. Ist ja nichts Neues. Auch in Xillia. Gut. Gut, dann werde ich mich bei dem Typi mal reichlich mit... Oh, komm, ich kämpfe noch gegen dich, weil du mir nachläufst. Wie so ein kleines Schoßhühnchen. So. Irgendwie tut mir Rowan voll leid, weil er so wenig Lebenspunkte hat. Im Gegensatz zu den anderen Charakteren. Ich meine, ich hoffe, das wird noch, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt. Und ich mache mit den raffinierten Brechern noch nicht alle, weil... Hallo, mein Name ist Rowan. Sie sind Jude Mathis. Ich habe ja nur Schluck auf, so. Lebensmittelhändler, give me 5 Kämpfe nur. Achso, upsie. Das war ein bisschen falsch. Ah, Miso, 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 Miso. War auch nur 5 Kämpfe. Egal. Nehme ich trotzdem mit. So, was kann ich noch? Natronreis kann ich noch gebrauchen. Perfekt, ja, nehme ich. Hat zwar ein bisschen wehgetan vom Dings her, aber das ist mir auch egal. Waffenladen. Könnte ich mir, glaube ich, alle sogar... Na, gut, könnte ich mir nicht lassen. Aber kaiserliche Handschuhe. Wenn du darüber nachdenkst, kriegt der Jude
Puh, 7000 plus Angriffspunkte dazu, das ist dann echt heftig, wenn man darüber nachdenkt. Und als nächstes kriegen wir, müssten wir. Ja, als nächstes, wir haben die Handschuhe, genau. Wir haben jetzt die Erdhandschuhe. Müssten wir die kaufen, rein theoretisch. Rein theoretisch könnte ich die sogar schon kaufen. Vor allem, weil die dann keine. Ich glaube, das mache ich tatsächlich jetzt auch. So. So. Ich kaufe Rowan mal ein bisschen was Besseres. Oder nein, 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 nein. Wir kaufen gar nichts. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. So, tut wieder ganz rauf. La 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 la. Mila Schrein, Innenbereich. Level 10, wow. Alter Schwede. Ich habe mich vertippt. So. Dann los geht's zum LaBerry Castle. This place looks different from the rest of the hunting grounds. Footprints, and still fresh by the look of them. These small ones must be Elise's. Let's look around, but be careful. Gut, der Barry Castle. Diesen Dungeon mag ich auch nicht wirklich gerne, weil er richtig unschön ist. Und ja, wir sind hier, ich bin überall Exodus, Leute. Richtig, richtig wild und ich verlaufe mich hier auch ab und zu sehr gerne. Dementsprechend gehen wir erstmal in die andere Richtung. Zu diesem fetten Tentakelvieh, was so richtig einladend aussieht. Welches Level hat diese Minenpflanze eigentlich? Und sie steht nicht auf Luft und auch nicht auf Feuer. Cool. Stufe 27, dann kann ich ja meine Sylphen wieder aus. Du hast nur. Sie hat nur diese Waffe. Okay, du hast schon eine. Habe ich die Waffen gekauft? Nein. Du hast eigentlich kein Zubehörmäuschen. Da, bitte. Du hast was? Du hast auch nicht, Süße. Dann nimm bitte. Du bist eh so eine kleine Diebin. Gut, perfekt. So. Können wir echt gut reinhauen mit unseren Waffen. Läuft ja hier. Zack, 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 zack. Auch wenn das nicht irgendwie viel Schaden bereitet, aber. Oh, Kraut gestohlen. So, und dann noch einmal. Bam, bam, bam. So, perfekt. Und dann hau ich wieder mit meinem Armchen rauf. Aber hoffentlich finden wir jetzt endlich Elise und Elvin. Haben wir eigentlich noch. Ja, wollte schon sagen, haben wir nicht Essen oder sowas drinnen? Aber haben wir doch so. Kann ich hier rein? Zu einer Truhe. Tofu-Miso-Suppe. Lecker. Gibt ein bisschen mehr Galt. So. So, da haben wir einen Exodus-Typ hier auch gleich. Komm her mal. Kriegst du auf die Schnauze, mein Lieber. So, ihr steht nicht so auf Feuer. Ja, da kann ich euch leider nicht helfen. Ich kann dir nur Luft anbieten. Vor allem, sie stehen nicht auf Feuer und er greift mich alle mit Feuer an. Da. Danke, Mila. Welche Stufe haben die Exodus, Leute? 27. Na gut. Aua. Verbrenn mir nicht meinen Popo. Da, stirb an Wasser. Nein, nicht am. Oh, doch, das ist schon wieder ein anderer. Die stehen nicht auf Wasser. Na gut, gut zu wissen. So. Nein, ich wollte ein. Ja. Der steht nicht so auf Feuer. Das habe ich mir gemerkt, aber das Problem ist, ich kann dir leider nur Luft anbieten.
So, und der ist ja auch gleich tot. Ein toter Mann. So. Gut, dann würde ich sagen, holen wir noch ein bisschen mehr Gold. So. Mit der Miso-Suppe. Die Riesenmuschel. So. Hier runter kann ich nicht, oder? Nein, kann ich nicht. Gut. Nee. Gut, gut zu wissen. Dann gehen wir auf die andere Seite. In diesem wunderschönen Library Castle. Ich finde den echt widerlich, diesen Dungeon. Hier ist etwas Glitzerndes. Und sonst finden wir hier nur einen Gegner, oder? Tatsächlich finden wir hier echt nur einen Gegner. Aber nee. Ich kriege ja nur Geld dafür. Das ist mir nicht wert, wenn ich gegen einzelne Gegner kämpfe. So. So, was finde ich denn hier? Hier finde ich tatsächlich noch eine Schatztruhe. Steinabwehr. Sonst finde ich hier nichts mehr. Dann kann ich ja eigentlich gut gekonnt über die Brücke dann gehen. Na komm, nehmen wir dich mit. Und ich glaube, die Echse des Typis erkennen wir tatsächlich daran, dass die so ein irgendwas so was Orangenes anhaben tatsächlich. Perfekt. Das ging recht schnell. Oh, fast ein Level up wieder. Ich finde schade, dass sie nichts mehr sagen im Moment. Das finde ich echt traurig. Aber na gut. Dann geht's auf über die Brücke. Jetzt haben wir wieder genau 98.000. Wie cool ist das denn? Hier muss ich aufpassen. Hier ist, glaube ich, irgendwo tatsächlich ein Schatz, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, oder ist der weiter unten? Ich weiß es. Hier. Hier war er. Heute hat bei mir echt alles kein Akku mehr. Das ist echt traurig. So, dann gehen wir mal hier weiter runter. Hier haben wir so ein Exodus-Typi wieder. Ist ja nichts Neues. Ich bin hängen geblieben, verdammt. Naja. Der steht ja nicht so auf. Wenn du mir da... Hey, ich wollte den gerade mit Wasser abschießen. Hey, 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 Typi, bleib stehen. Kannst du dich wieder ab... Grillen, das geht hier nicht, das geht so nicht. Zuerst tut uns Elise klauen, Elvin, da geht er uns und es wird schnell. Hallo, mein Name ist Jude Mathis. Jetzt haben wir alle Level up, außer Rowan. Kampfpanzer für Jude. Ich glaube, den gebe ich tatsächlich Jude, den Kampfpanzer. Ja, perfekt, alles Jude geben. Jude ist ja der Hauptcharakter hier. So. Hier ist ein Sack. Ich liebe Säcke. Ich liebe sie. Echt. So. Was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Wow. Hi. Oh. Ich dachte, ich komme dran vorbei, aber anscheinend doch nicht. Gut. Ich kann jetzt ein bisschen Stein anbieten. Zum Mitnehmen. Schmeckt sicher lecker. Wow, 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 wow. Au. Normalerweise bin ich das nur von Elise gewöhnt. Du kriegst ein bisschen Wasser. Macht dem mehr normaleren Schaden als unsere Erde. Darauf ist er ja abgewehrt. Oder ab. Huch, woher kommst du jetzt auf einmal? So, ein bisschen Wasser. Zum Duschen. Yay! Funktioniert doch alles sehr gut hier. Wir sind doch schon Stufe 31, außer Rowan. Aber das wird schon. So, ich muss hier, glaube ich, irgendwo runterspringen. Kann das sein? Ja. Ich war so lange nicht mehr in diesem Dungeon. Das ist echt lange her. So. Was nehme ich denn jetzt am besten? Zum Momsen? Hm. Komm, nehmen wir ein bisschen Natronreis. So. Hier haben wir ansonsten nichts. Wir haben hier zwei Räume. Dann gehe ich ja mal in den Raum rein.
Der ist stark, den nehme ich mit. Komm her. Das sind ein bisschen viele. Exodus-Getreuer. Das freut mich. Ach komm, wir sind Stufe 31. Das wird schon. Wird schon schief gehen. Wieso habt ihr Rowan geschlagen? Das funktioniert so nicht hier, Leute. Au! Er ballert mich hier. Wow, 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 wow. Wer hat jetzt diesen Blitz gemacht? Aua. Wow, Mila. Mila geht ab hier mit Feuer und allem. So, ein bisschen Wasser zum Mitnehmen. So. Au! Mein armer Ju. Lass Ju doch mal in Ruhe. Das funktioniert so nicht. So. Bam. Und dann noch zu guter Letzt. Du, mein lieber Freund. Perfekt. Ron hat noch ein Level abgekriegt dazu. Das ist perfekt. So, sind wir alle Stufe 31. So. Moment, Moment. Ich muss so lang. Hier ist noch eine Schatztruhe. Perfekt. Ein bisschen Schmankerl zum Mitnehmen. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Part mit dem Labari-Kessel fertig werden. Ich weiß, dass ein Labari-Kessel heißt, aber ich sage nicht mal Labari oder wie anders, keine Ahnung. Vor allem, nee, das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir dann. Huch, ich könnte nach hinten gehen. Hier ist eine Truhe. Cool, mehr ist hier auch gar nicht. Der überfällt mich jetzt gleich, das weiß ich schon. Haha, doch nicht. Na gut, dann nehme ich halt die Schildkröte. Oh, sie steht nicht auf Flucht. Perfekt. So, welches Level haben die denn bitte? 27, die sind echt schwer. So, hätten wir jetzt eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, hätten wir damals nicht die Bakura bekommen, wären wir richtig, richtig unterlevelt. The Power of Maxwell. So, gut. Dann gehen wir mal hier wieder raus. So. Was war oben? So ein fettes Koloss-Ding. Da oben ist eine Truhe. So, hier ist wieder was. Und hier unten ist noch eine Truhe. Oh, ich habe keine Ahnung, wie lang dieser Dungeon noch ist. So, dann gehe ich mal da lang. So. Ich weiß nur, dass die... Oh Gott, wo sind wir? Wir sind hier. In so blöden Doppelräumen versteckt sind, glaube ich. Einmal Sirup. Hi. Schön, dass du mich gar nicht rauslässt. Oh Gott. Ach, ich hasse diese Exodus, Leute. Sie sind mir richtig unsympathisch. So. Aber so richtig unsympathisch. So. Puh. Waren die nicht hier? Nee. Aber hier war eine Truhe. Blaues Basilikum. So, da haben sie den Hunter gehabt. Dagegen ist sich einfach mal getauscht. Ich glaube nämlich, dass die hier schon sind. Ich glaube, dass die hier sind schon. Ich glaube es nämlich schon. Dementsprechend nehme ich jetzt einmal die Tante hier noch mit, damit ich das letzte Natronreis wegbekomme.
Weil ich mir wirklich auch, wie gesagt, einbilde, dass wir doch schon in der Nähe von ihnen sind. Autsch. Sie macht ein Feuer. Ich kann dir nur was anbieten. Eine kalte Dusche. Oh Gott, meine Stimme über wird schon ein bisschen weniger. Aber das muss nichts heißen. Dann bin ich halt morgen heiser. Ist mir auch relativ egal, aber... Ich müsste, glaube ich, irgendwann so eine kurze Pause machen, so eine Stunde oder sowas einfach mal. Ich meine, es ist gleich 4, also ich glaube, nach dem Part werde ich einfach gewohnte Titel Geisterbehüter einfach eine Pause einlegen, so. So. Perfekt. Mehr Erfahrungspunkte bekommen. Weil ich nämlich echt denke, dass das schon hier sein wird. Hinten sehen wir schon Elise, also ich würde sagen, auf geht's zu Elise. Alvin, pull yourself together, Alvin. The gang's all here. I thought this was up to me. I'll heal you right away. Elise? What should I do? What's wrong? You appear unhurt. And look, Tebow's here too. Glad you're okay. Hey, let's play. But first, give me a name. Huh? Hey, let's play. But first, give me a name. What's going on? Hey, let's play. But first, give me a name. One of the Exodus agents ripped something out of Tipo, and that's all he's been saying since. So he really was just a machine all along. A toy. A toy? Yeah, a stuffed animal designed to move and talk by itself. He wasn't a toy. He was my friend. Alvin, what happened to the Exodus agents? I killed one of them. The other gave me the slip. Good work. What about Tipo? If we can get back whatever they pulled out of him, maybe he'll go back to normal. When did the Exodus agent leave? Ages ago. Then the trail is cold. Trying to retrieve whatever they took will be a waste of time. We need to get moving. But... couldn't you do both? Can't you help? If you wish to search for Exodus, I won't stop you. But that means we'll have to part ways. Very well. Let's get back to the city. Hm. Die arme Elise, tut mir richtig leid. Saved by Rowan once again. Yeah, I don't even worry about enemy spirit arts anymore. Though I'm just honored that my old geezer tricks could be of use to you. You really are one handy geezer. I feel like we youngins ought to be bowing our heads in thanks. Oh, we should. Thank you, honored elder. Oh my, no need for that. This is getting a little embarrassing. Very well then. I'll simply pat you on the head. You did good. Mila? Rowan isn't a child. That takes me back to my youth. Such happy memories. I'll keep doing my best. What? It's actually working? Naja. Okay, ich dachte eigentlich, dass wir hier so einen Bosskampf oder so... Ah, da liegt einer. Gut. Naja, dachte ich, dass wir eigentlich einen Bosskampf mit denen haben, aber... Ah, Elise tut aber trotzdem mitkämpfen, auch wenn die Tipo nicht hat. Okay, ich verstehe. Gut zu wissen. Aber ich würde mal sagen, wir erkunden weiter den Labyrinth Castle oder was ist uns drauf? Begibt sich nach Shandu. Ja, ich würde trotzdem gerne hier den Rest auch mitnehmen. Beziehungsweise eigentlich. Hm.
komme hier, glaube ich, auch gar nicht weiter runter. Doch, ich möchte mich hier weiter runter gehen. Um einfach auch hier die Sachen mitzunehmen, die uns noch fehlen. So, Moment. Ah, es hat ein Rufzeichen auf dem Kopf, also ist ein bisschen schwerer, da kriegen wir mehr Erfahrungspunkte. So. Ah, jetzt kann ich Elvin wieder mit ins Team nehmen. Aber ich muss mich immer noch mit Rowan anfreunden. Alter. Cool, was hat Jutta da gemacht? Das ist ja richtig episch. Die mochten kein Feuer, ne? Ich kann euch Feuer da nicht anbieten. Ich kann euch nur ein bisschen Wasser anbieten. Autsch! Wow. Das war viel. So. Gut. Was bringt uns das denn eigentlich, dass ich da im Kreis herumlaufe? Hier haben wir eine Truhe. Gut, mit ganz viel Eisenkraut. Ich glaube, ich werde das Ganze einfach mal Jude mal ins Gesicht stopfen. Da komme ich sogar ganz runter. Das ist gut zu wissen. Da möchte ich nochmal hier reinhüpfen. Da komme ich auf die andere Seite, ne? Ja, hier ist tatsächlich gar nichts. Na gut, dann gehe ich auf die Seite mal wieder. Hier haben wir eine Truhe. Drama, schwarzen Feder, die muss ich jetzt auch bald abgeben gehen. So, komme ich hier runter? Nein. Gut. Aber dadurch, dass wir hier sowieso demnächst noch eine Sidequest haben, kann ich nicht... Okay. Muss ich alles so den Weg zurücklaufen. Nein, gegen dich möchte ich nicht kämpfen. Da war ein Eifelschatz. Komm her, damit ich da vorbeigehen kann. Danke. Er verfolgt mich. So. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob wir nicht auch trotzdem die Sequenz kriegen. Nee, scheint nicht so gut. Dann werde ich hier mal den ganzen Weg zurückhüpfen. Damit wir dann... Okay, ich weiß nicht, wo lang ich muss. Gut, ich muss da rein. Okay, da haben wir die beiden gefunden. Ich finde es aber doof, dass man den ganzen... Okay, einerseits ist es sehr cool, dass wir hier den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Weil es einfach mehr Sinn ergibt, dass wir uns hier nicht einfach rausporten können. So. Die Kisten, die hier übrig sind, werde ich mir irgendwann mal anderes mal holen. Nein, ich muss auf die andere Seite. Weil wir können hier ja eh immer jederzeit wieder zurückkommen. Von dem her ist das ja nicht so tragisch, dass wir das jetzt nicht auf Anhieb gleich mitnehmen. Aber ich muss meine Stimme auch mal kurz schonen. Wow! Den hätte ich jetzt nicht sehen kommen sehen. So, und hopp. Und dann noch an dem Fetti hier vorbei. Huch, ich habe mich verlaufen, ne? Achso, ich muss hier rein, ne? Stimmt ja. Oh, schön, dass hier keine Gegner drinnen sind. Oh. Komm, schwarze Federn. Okay, wir haben sowieso demnächst, glaube ich, noch irgendeine Sidequest. Und Geralton, dementsprechend kann ich dann dort abgeben. Elise, get back! Heal, you dogs, heal! My apologies if my pets frightened you. I had to sick them on some poachers. Zhao? Mm. What brings you lot here? I see you finally returned to this place, child. You remember it, do you? What's he talking about?
This is the lab where the little lady was raised. The laboratory has been abandoned for some time, ever since we had that intruder. I take it that intruder was you, Alvin? Women's intuition, huh? I was investigating the boosters they were making here. What? So it was you. What's a booster? A gadget developed by Azul to ramp up the mana generated by the mana lobe. Elise is actually holding one right now. Tipo. The Spud's apparently a third generation booster. So, you're just a gadget, Tipo? You have named me Tipo. Pleased to meet you. A booster reads the mind of its owner and speaks aloud his or her thoughts. So all this time, Tipo was just saying what's on Elise's mind? That's not true! Tipo was talking on his own! Tipo, you might be a machine, but you're still my friend, right? Nope. I'm just a machine, Elise. No! You're my friend! Nope. You are mistaken. I'm just a device that verbalizes your thoughts. Elise, I'm sorry. Tell us, big guy. Where are lonely little Elise's mommy and daddy? They are no longer with us. What? When you were just 4 years old, your parents were attacked by a bandit and murdered. I'll never see them again. Not mother, not father, not even Tipo. Hey. I know how bad this must... You still have your parents and friends! As if these people could ever understand how you feel. Elise, wait! Ugh, damn poachers again. Hold on. Why was Elise at this laboratory? Well, she was brought here. Sold, really. There was this woman who would gather up orphans and take them to the laboratory. What was her name? I don't suppose it was Isla. Yes, that's it. Isla. A poacher of children, you might say. I have no right telling you this, but please, never let that child be alone again. Okay, jetzt gibt es... Be careful. This place is crumbling down all around us. It's as if no human has set foot in here for years. Jetzt ergibt es natürlich alles einen Sinn, dass wir nicht uns herausporten konnten. How bad is your wound? Well, I failed at the job I was sent to do, and now you guys are here. The wound to my pride might be mortal. And now you've betrayed Exodus, too. Yeah, well, don't worry about that. For all you know, I might have even staged all that. You're just the traitor type, aren't you? Yep. That's just who I am. Well, regardless, thanks for risking your life for us. My, my. You really are the honor student type. Yeah, that's just who I am. No. Aber ich werde jetzt hier einen Cut machen, weil der Part ist schon fast 40 Minuten lang oder ist gleich 40 Minuten lang. Dementsprechend sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.